Und nun lese ich den Anfang des Buches »Bewusstsein ist die einzige Realität« von Neville Goddard. Kann der Mensch etwas anordnen und es geschehen lassen? Definitiv. Der Mensch hat immer jene Dinge angeordnet, welche in seiner Welt erschienen sind. Er ordnet heute jene Dinge an, welche in seiner Welt erscheinen, und er wird dies so lange tun, wie er sich darüber bewusst ist, ein Mensch zu sein. Es gibt nicht eine einzige Sache, die in der Welt des Menschen erscheint, welche er nicht selbst herbeigerufen hat. Eventuell mögen Sie dies bestreiten, doch probieren Sie es aus, und Sie werden feststellen, dass Sie es nicht widerlegen können. Dieses Prinzip des Anordnens ist nicht veränderbar. Allein durch Ihr Wort oder laute Affirmationen rufen Sie keine Dinge ins Leben. Vielmehr führen solche vergeblichen Wiederholungen dazu, dass Sie das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erreichen wollen, bekräftigen. Das Anordnen findet immer im Bewusstsein statt. Das heißt, jeder Mensch ist sich bewusst darüber, so zu sein, wie er angeordnet hat, dass er ist. Der Dumme benötigt keine Worte, um sich bewusst darüber zu sein, dass er dumm ist. Deshalb ist es er selbst, der die Dummheit für sich in Anspruch genommen hat. Wenn die Bibel im richtigen Licht betrachtet wird, ist es das großartigste wissenschaftliche Buch, welches je geschrieben wurde. Statt die Bibel als ein historisches Geschichtsbuch zu betrachten, welches von früheren Zivilisationen erzählt, oder aber als eine Biografie über das ungewöhnliche Leben von Jesus, sollten Sie es als großartiges psychologisches Drama sehen, welches sich inmitten des Bewusstseins des Menschen abspielt. Beanspruchen Sie es als Ihr eigenes Drama, und Sie werden Ihre Welt von der unfruchtbaren Wüste Ägyptens in das gelobte Land von Kanaan verwandeln. Die meisten Menschen würden der Aussage zustimmen, dass alle Dinge Gott geschaffen sind und dass ohne ihn nichts erschaffen wurde, das geschaffen wurde. Aber der Mensch widerspricht der Aussage, dass er selbst Gott ist. Jede Kirche dieser Welt widerspricht dieser Identität und wahren Natur von Gott. Die Bibel beweist ohne jeglichen Zweifel, dass Moses und die Propheten zu 100% die Identität und Natur Gottes in sich tragen. Und das Leben und die Lehren von Jesus sind übereinstimmend mit den Entdeckungen alter Propheten. Moses entdeckte, dass Gott das Bewusstsein des Menschen ist, als er diese häufig missverstandenen Worte verkündete: »Ich bin« hat mich zu dir gesandt. David sang in seinen Psalmen: »Sei still und wisse, ich bin Gott.« Jesaja verkündete: »Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut.« Dass das menschliche Bewusstsein Gott ist, wird im Neuen Testament 100-fach dargelegt. Um nur ein paar zu nennen: »Ich bin der Hirte, ich bin die Tür, ich bin die Wiederauferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende.« Und »Wer sagst du, der ich bin?« Es wird weder gesagt: »Ich, Jesus, bin die Tür, ich, Jesus, bin der Weg«, noch: »Wer sagst du, der ich, Jesus, bin?« Es wird eindeutig gesagt: »Ich bin der Weg.« Das Bewusstsein ist die Tür, durch welche die Manifestationen des Lebens in die objektive Welt gelangen. Bewusstsein ist die wiederbelebende Macht, das wiederbelebend, worüber der Mensch sich zu sein bewusst ist. Der Mensch ist im Außen immer das, worüber er sich zu sein bewusst ist. Dies ist die Wahrheit, die den Menschen erlöst, denn der Mensch ist immer selbst gefangen oder selbst befreit.
Wenn sie all ihre früheren Überzeugungen an einen Gott außerhalb ihrer selbst aufgeben und Gott als ihr Bewusstsein anerkennen, so wie es Jesus und die Propheten taten, dann werden sie ihre Welt transformieren und erkennen, ich und mein Vater sind eins. Diese Aussage, ich und mein Vater sind eins, aber mein Vater ist größer als ich, scheint ziemlich verwirrend, aber wenn wir es im Licht dessen betrachten, dass Gott das menschliche Bewusstsein ist, so wird die Aussage ziemlich aufschlussreich. Das Bewusstsein, Gott, ist der Vater. Das, worüber sie sich bewusst sind, ist der Sohn, welcher Zeugnis von seinem Vater ablegt. Es ist wie der Konzipierende und sein Konzept. Der Konzipierende ist immer größer als sein Konzept, und dennoch sind Konzipierender und Konzept eins. Zum Verständnis. Bevor sie sich darüber bewusst sind, Mensch zu sein, sind sie sich darüber bewusst zu sein. Erst danach werden sie sich darüber bewusst, Mensch zu sein. Und dennoch bleiben sie der Konzipierende, welcher größer ist als das Konzept, der Mensch. Jesus entdeckte diese glorreiche Wahrheit und verkündete, dass er eins mit Gott ist. Er hat nie einen menschenmachenden, er hat nie einen menschengemachten Gott anerkannt. Er sagte, hierauf, wenn einer zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder da, so glaubt es nicht. Der Himmel befindet sich in ihnen. Wenn es also heißt, er ging zu seinem Vater, so ist gemeint, dass er, Jesus, im Bewusstsein zu dem Punkt aufstieg, wo er sich nur noch darüber bewusst war, zu sein und somit jegliche Limitierungen des aktuellen Zustandes hinter sich ließ. Dem Bewusstsein ist alles möglich, und so sagte Jesus, was du wirst vornehmen, wird er dir lassen gelingen. Sich etwas vornehmen, im Bewusstsein aufzusteigen, bis sich das Verlangen völlig natürlich anfühlt. Oder, wie er es ausdrückte, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Wenn ich im Bewusstsein zu dem Punkt aufsteige, an dem sich mein Verlangen völlig natürlich anfühlt, so werde ich die Manifestation des Verlangens zu mir ziehen. Denn er verkündet, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn, und ich und mein Vater sind eins. Demnach ist das Bewusstsein der Vater, welcher die Manifestation des Lebens zu ihnen zieht. Jetzt gerade, in diesem Augenblick, ziehen sie das in ihre Welt, von dem sie sich aktuell bewusst sind, dass sie es sind. Nochmal. Jetzt gerade, in diesem Augenblick, ziehen sie das in ihre Welt, von dem sie sich aktuell bewusst sind, dass sie es sind. Nun sehen sie, was gemeint ist mit »Du musst neu geboren werden«. Wenn sie mit ihren aktuellen Lebensumständen unzufrieden sind, gibt es nur eine Möglichkeit, jene Umstände zu verändern. Ziehen sie ihre Aufmerksamkeit von diesen so real erscheinenden Umständen ab und steigen sie im Bewusstsein auf zu dem, wonach sie verlangen. Sie können nicht zwei Herren dienen und müssen ihre Aufmerksamkeit vom aktuellen Zustand abziehen und auf den erwünschten lenken. Sie lassen einen Zustand absterben und beleben einen anderen. Die Frage, wer sagst du, der ich bin, ist keine Frage, die von einem Mann namens Jesus an einen Mann namens Petrus adressiert ist. Dies ist die ewige Frage ihres wahren Wesens, adressiert an sie selbst. In anderen Worten, wer sagst du, der du bist? Ist ihre Überzeugung von ihnen selbst. Ihr Selbstbild bestimmt darüber, was sie in ihrer Welt ausdrücken. Er sagt, du glaubst an Gott, so glaube auch an mich. In anderen Worten,
Gott ist das Mich in ihnen. Beten bedeutet demnach, sich selbst als das zu sehen oder das zu besitzen, wonach sie verlangen. Beten bedeutet nicht, einen Gott, welcher nicht existiert, um etwas zu bitten. Sehen Sie nun, wieso Millionen von Gebeten unerhört bleiben? Menschen beten zu einem Gott, der nicht existiert. Zum Verständnis, sich darüber bewusst zu sein, dass man arm ist, und einen Gott um Reichtum anzuflehen, wird mit dem belohnt, worüber man sich bewusst ist: Armut. Erfolgreiches Beten bedeutet beanspruchen, nicht betteln. Wenn Sie also für Reichtum beten, ziehen Sie Ihre Aufmerksamkeit vom Zustand der Armut ab, indem Sie die Beweise, die Ihre Sinne Ihnen dafür geben, nicht akzeptieren und kleiden sich in den Zustand des Wohlstandes, bis dieser sich völlig natürlich anfühlt. Uns wird gesagt, wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich. Wir haben den Vater als das Bewusstsein identifiziert. Auch die Tür haben wir als das Bewusstsein identifiziert. Die Tür zu schließen bedeutet also, das auszusperren, worüber ich mir jetzt bewusst bin, und das anzunehmen, wonach ich verlange. In dem Moment, in welchem meine Annahme zu einer Überzeugung wird, werde ich diese zu mir ziehen und sie mir selbst beweisen. Fragen Sie sich nicht, wie jene Dinge in Ihrer Welt erscheinen, denn kein Mensch kennt den Weg. Der Mensch, welcher ebenfalls eine Manifestation des Bewusstseins ist, kann nicht wissen, wie Gott das Bewusstsein, das Verlangte, ins Leben ruft. Bewusstsein ist der Weg oder die Tür, durch welche Dinge ins Leben gerufen werden. Er sagte: Ich bin der Weg, nicht ich, Johannes Schmidt, bin der Weg, sondern ich bin. Das Bewusstsein ist der Weg, durch den die Dinge kommen. Die Zeichen folgen. Sie gehen niemals voran. Dinge haben ihre Realität nur im Bewusstsein. Also laden Sie das Erwünschte zuerst in Ihr Bewusstsein ein, und es wird gezwungen sein, sich in Ihrer Welt zu zeigen. Es wird gesagt: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Erlangen Sie zuerst das Bewusstsein über jene Dinge, die Sie verlangen, und lassen Sie diese dann in Ruhe. Das ist gemeint mit: Was du wirst vornehmen, wird er dir lassen gelingen. Wenden Sie dieses Prinzip an, und Sie werden wissen, was gemeint ist mit: Prüfe mich, Herr, und versuche mich. Die Geschichte von Maria ist die Geschichte jedes Menschen. Maria war keine Frau, welche auf wundersame Weise einen Jungen mit dem Namen Jesus geboren hat. Maria ist das jungfräuliche Bewusstsein des Menschen, unabhängig von den Wünschen, die es geboren hat. Sehen Sie sich selbst als die Jungfrau Maria, von Ihnen selbst geschwängert durch das Medium des Verlangens, eins werdend mit Ihrem Verlangen bis zur Geburt Ihres Verlangens. Zum Verständnis. Es wird gesagt, dass Maria, von der Sie wissen, dass Sie selbst es sind, keinen Mann kannte. Und dennoch empfing sie. Sie, Johannes Schmidt, haben keinen Grund zu glauben, dass das, wonach Sie verlangen, möglich ist, aber Sie haben entdeckt, dass Ihr Bewusstsein Gott ist. Machen Sie dieses Bewusstsein zu Ihrem Ehemann und empfangen Sie ein Kind, die Manifestation von Gott. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, der Herr der Herrscharen ist sein Name, der Gott der ganzen Erde heißt er. Ihr Ideal ist die Empfängnis. Der erste Befehl, den Maria,
also sie selbst, erhielten, lautet: Erzähle es niemandem. Damit ist gemeint, dass sie ihr Ideal oder ihr Verlangen mit niemandem diskutieren, da ihre Mitmenschen nur ihre aktuellen Ängste spiegeln werden. Geheimhaltung ist das erste Gebot, um ihr Verlangen zu erreichen. Das zweite Gebot wird uns in der Geschichte von Maria erzählt. Lobpreiset den Herrn. Wir haben den Herrn als ihr Bewusstsein identifiziert. Den Herrn zu lobpreisen bedeutet demnach, den gegenwärtigen Zustand zu verbessern oder zu ersetzen, bis zu dem Punkt, an dem sich dies völlig natürlich anfühlt. Wenn Sie diese Natürlichkeit erlangt haben, wird das, womit Sie Ihr Bewusstsein vereint haben, geboren werden. Die Geschichte der Schöpfung wird uns im ersten Kapitel von Johannes erzählt. Am Anfang war das Wort. Der Anfang meint genau jetzt, jetzt, diese Sekunde. Es ist der Beginn eines Verlangens. Das Wort ist das Verlangen, welches in ihrem Bewusstsein herumschwimmt und sich danach sehnt, ausgedrückt zu werden. Da Ich Bin oder das Bewusstsein die einzige Realität ist, hat das Verlangen selbst keine Realität. Dinge leben nur so lange, wie ich mir über diese bewusst bin. Um dieses Verlangen nun zum Leben zu erwecken, müssen wir uns die zweite Zeile dieses ersten Verses von Johannes ansehen. Und das Wort war bei Gott. Das Wort oder das Verlangen muss im Bewusstsein fixiert bzw. mit dem Bewusstsein vereint werden, um ihm Realität einzuhauchen. Sie müssen sich bewusst darüber werden, das zu sein, was Sie sein möchten. So erwecken Sie es zum Leben. Sie beleben das Verlangen oder den Wunsch, welcher zuvor tot oder unerfüllt war. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Diese Vereinbarung wurde niemals zwischen zwei Personen gemacht. Sie ist eine Vereinbarung zwischen dem Bewusstsein und dem, wonach verlangt wird. Sie sind sich in diesem Augenblick bewusst darüber, dass sie sind, und sagen zu sich selbst, ohne Worte zu benutzen, Ich bin. Wenn Sie den Zustand der Gesundheit herbeisehnen, müssen Sie sich gesund fühlen, bevor Sie einen Beweis für Ihre Gesundheit bekommen. In dem Augenblick, in welchem das Gefühl, ich bin gesund, erlangt wird, haben die zwei sich geeinigt. Das Ich Bin und der Zustand der Gesundheit haben sich vereint und sie werden ein Kind gebären, in diesem Fall Gesundheit. Weil ich diese Vereinbarung getroffen habe, werde ich das Vereinbarte, Gesundheit, ausdrücken. Sie sehen also, wieso Moses verkündete, Ich Bin hat mich gesandt. Was könnte etwas ausdrücken, wenn nicht das Ich Bin? Nichts. Ich bin der Weg und neben mir ist kein anderer. Ob Sie die Beflügelungen des Morgens nehmen und in die entferntesten Teile der Welt fliegen oder aber ob Sie Ihr Bett in der Hölle aufschlagen, Sie werden sich immer bewusst darüber sein, dass Sie sind. Sie werden immer durch ihr Bewusstsein ausdrücken und das, was sie ausdrücken, ist immer das, worüber sie sich bewusst sind. Moses verkündete, Ich bin der Ich Bin. Hier ist etwas, was Sie immer im Hinterkopf behalten sollten. Sie können keinen neuen Wein in alte Gefäße füllen oder neue Flicken auf alte Kleidungsstücke bringen. Das heißt, Sie können keine Überzeugungen Ihres früheren Selbst mit in das neue Bewusstsein nehmen. All Ihre derzeitigen Überzeugungen, Ängste und Limitierungen sind Laster, welche Sie an Ihren aktuellen Bewusstseinszustand binden. Um diesen Zustand zu verlassen, müssen Sie all das, was Sie derzeit sind, hinter sich lassen.
Dies tun sie, indem sie ihre Aufmerksamkeit von all ihren derzeitigen Problemen oder Limitierungen abziehen und beim bloßen Sein bleiben. Sagen sie leise, aber fühlend zu sich selbst: Ich bin. Konditionieren Sie dieses Bewusstsein nicht. Seien Sie einfach. Tun Sie dies, bis Sie sich im Gefühl des gesichtslosen, formlosen Seins verlieren. Wenn diese Bewusstseinserweiterung erreicht ist, können Sie aus diesem formlosen Sein das Erwünschte formen, indem Sie fühlen, dass Sie das sind, was Sie sein möchten. In dieser Tiefe ihrer Selbst werden sie alle Dinge für gottesmöglich halten. Alles, was sie sich vorstellen können, ist in dieser formlosen Bewusstsein ein völlig natürliches Erlangen für sie. Die Einladung, die uns in den Schriften gegeben wird, lautet: Diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Der Leib ist ihr früherer Zustand und der Herr ist ihr Bewusstsein. Dies meinte Jesus, wenn er zu Nikodemus sprach: Du musst von Neuem geboren werden, denn nur wenn du von Neuem geboren wirst, kannst du das Königreich des Himmels betreten. Das heißt, wenn sie ihren aktuellen Zustand und ihre aktuelle Überzeugung von sich selbst nicht hinter sich lassen und die Natürlichkeit der Neugeburt nicht annehmen, werden sie weiterhin ihre aktuellen Limitierungen in ihrer Welt ausdrücken. Der einzige Weg, das, was sie in ihrem Leben ausdrücken, zu ändern, ist, ihr Bewusstsein zu ändern. Bewusstsein ist die einzige Realität, welche sich auf ewig in ihrer Außenwelt verfestigt. Die Welt des Menschen, bis ins kleinste Detail, ist sein ausgedrücktes Bewusstsein. Der Versuch, ihr Umfeld oder ihre Welt durch Zerstörung oder Gewalt zu verändern, ist so fruchtlos wie der Versuch, das Gespiegelte zu verändern, indem sie den Spiegel zerstören. Ihr Umfeld und alles, was dazugehört, spiegelt das, was sie in ihrem Bewusstsein sind. Solange sie dies in ihrem Bewusstsein bleiben, werden sie weiterhin das in ihrer Welt ausdrücken, was sie jetzt vorfinden. Dies wissend, beginnen sie, sich selbst aufzuwerten. Der Mensch hat sich selbst zu wenig Wert zugesprochen. Im 4. Buch Mose werden sie lesen: An jenem Tag gab es Riesen im Land, und wir waren in unseren Augen klein wie Grashüpfer, und wir waren Grashüpfer in ihren Augen. Hiermit ist keine Zeit aus dunkler Vergangenheit gemeint, in der es Riesen gab. Heute, im Hier und Jetzt, haben die Umstände um sie herum die Größe von Riesen erreicht. Arbeitslosigkeit, Militärangriffe, ihre persönlichen Probleme und all die Dinge, die sie quälen. Das sind die Riesen, neben welchen sie sich fühlen wie ein Grashüpfer. Aber, wie ihnen gesagt wird, haben sie sich zuerst gefühlt wie ein Grashüpfer und deshalb sind sie für die Riesen das, was sie sich gegeben haben, ein Grashüpfer. In anderen Worten, sie können für andere nur das sein, was sie zuerst für sich selbst sind. Indem sie sich selbst aufwerten und sich fühlen wie ein Riese, ein Kraftzentrum, lassen sie die Riesen in ihrem Leben, ihre Probleme, schrumpfen. Und sie machen sie zu Grashüpfern. Zitat: Und alle Erdenbewohner sind neben ihm wie nichts zu achten. Er verfährt, wie er will, mit dem Himmelsheer und den Erdenbewohnern, und niemand ist, der ihm in den Arm fallen könnte und zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Hierbei wird nicht von einem in den Wolken sitzenden Gott gesprochen, sondern von dem einen einzigen Gott, dem unsterblichen Vater, ihrem Bewusstsein. Also, erwecken Sie in sich die Kraft, die Sie sind,
nicht als Mensch, sondern als ihr wahres Selbst, ein gesichtsloses, formloses Bewusstsein, und befreien Sie sich selbst aus Ihrem eigenen Gefängnis. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und die meinen kennen mich. Sie werden auf meinen Ruf hören und es wird werden eine Herde, ein Hirt. Bewusstsein ist der gute Hirte. Das, worüber ich mir zu sein bewusst bin, ist das Schaf, welches mir folgt. Der Hirte, Ihr Bewusstsein, ist so gut, dass er niemals eines seiner Schafe, das, worüber sie sich zu sein bewusst sind, verloren hat. Ich bin eine rufende Stimme in der Wildnis der menschlichen Verwirrung, das Bewusstsein, und es wird nie geschehen, dass das, wovon ich zu sein überzeugt bin, mich nicht finden wird. Ich bin ist eine offene Tür für alles, in das ich eintrete. Ihr Bewusstsein ist der Herr und der Hirte Ihres Lebens. Zitat: Der Herr ist mein Hirte, ich werde nicht wollen, meint somit Ihr Bewusstsein. Sie können niemals Beweise für etwas wollen, von dem Sie bewusst sind, es zu sein. Dies wissend, wieso sich nicht bewusst darüber werden, großartig zu sein, Gott liebend, wohlhabend, gesund und all die Dinge, die sie bewundern. Sich dieser Dinge bewusst zu sein, ist genauso einfach wie Gegenteiliges. Denn ihre aktuellen Überzeugungen resultieren nicht aus ihrer Welt. Ihre Welt ist so, wie sie ist, wegen ihrer aktuellen Überzeugungen. Einfach, oder? Zu einfach für den Menschen, der alles zu verkomplizieren versucht. Paulus sagte über dieses Prinzip: Es ist für die Griechen oder die Weisen dieser Welt Torheit und für die Juden oder jene, die nach Zeichen suchen, ein Stolperstein. Mit dem Ergebnis, dass der Mensch weiterhin in der Dunkelheit tappt, statt zu dem Wesen zu erwachen, welches er ist. Der Mensch hat so lang die von ihm kreierten Bilder vergöttert, dass er diese Offenbarung zuerst blasphemisch findet, denn sie lässt all seine früheren Vorstellungen an einen Gott außerhalb seiner selbst sterben. Diese Offenbarung bringt das Wissen: Ich und mein Vater sind eins, aber mein Vater ist größer als ich. Sie sind eins mit ihrer aktuellen Überzeugung von ihnen selbst. Aber sie sind größer als das, worüber sie sich derzeit bewusst sind oder wovon sie aktuell überzeugt sind. Bevor der Mensch seine Welt transformieren kann, muss er bekräftigen, Ich bin der Herr. Das heißt, das menschliche Bewusstsein, die Bewusstheit darüber zu sein, ist Gott. Dies muss eine tief gefestigte Erkenntnis sein, sodass kein Argument, welches andere hervorbringen, daran rütteln könnte. Andernfalls wird der Mensch erneut ein Sklave seiner früheren Überzeugungen. Zitat: Wenn du nicht daran glaubst, dass ich er bin, so sollst du in deinen Sünden sterben. Sie werden weiterhin frustriert und verwirrt sein, wenn sie die Ursache ihrer Verwirrtheit nicht erkennen. Wenn du den Sohn des Menschen erhoben hast, dann wirst du wissen, dass ich er bin. Das bedeutet, dass ich, Johannes Schmidt, nichts tue, sondern dass mein Vater oder der Bewusstseinszustand, mit dem ich nun vereint bin, die Arbeit erledigt. Wenn dies verstanden wurde, wird jedes ihnen aufsprudelnde Verlangen in ihrer Welt entfaltet. Zitat: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut,
Zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das Ich, welches an die Tür klopft, ist das Verlangen. Die Tür ist ihr Bewusstsein. Die Tür zu öffnen bedeutet, sich mit dem, was an der Tür klopft, zu vereinen, indem man sich so fühlt, als wäre man bereits das, was man zu sein verlangt. Sein Verlangen als etwas Unmögliches zu betrachten, bedeutet, die Tür zuzuschlagen oder dem Verlangen zu verbieten, sich auszudrücken. Im Bewusstsein zu dem Punkt aufzusteigen, an dem sich das Erwünschte völlig natürlich anfühlt, heißt, die Tür weit zu öffnen und das Erwünschte in seine Welt einzuladen. Das ist der Grund, wieso niedergeschrieben steht, dass Jesus die Welt der Manifestation verlassen hat und zu seinem Vater aufgestiegen ist. Jesus, so wie Sie und ich, fand alle Dinge unmöglich für ihn, Jesus als Menschen. Aber dadurch, dass er erkannt hat, dass sein Vater der Bewusstseinszustand des Erwünschten ist, ließ er seine Jesus-Bewusstheit hinter sich und stieg im Bewusstsein zum erwünschten Bewusstseinszustand auf, bis er eins mit ihm wurde. In dem Moment, in dem er eins mit ihm wurde, drückte er diesen als Mensch aus. Das ist Jesus' simple Botschaft für den Menschen. Der Mensch ist das Kleid, in welches sich das unpersönliche Sein, Ich Bin oder Gott, kleidet. Jedes Kleid hat eigene Limitierungen. Um diese Limitierungen zu übersteigen und das auszudrücken, wozu sich der Mensch als Johannes Schmidt nicht imstande sieht, ziehen Sie Ihre Aufmerksamkeit von Ihren derzeitigen Limitierungen ab und verschmelzen Sie mit dem Gefühl, bereits das zu sein, was Sie sein möchten. Ich lese diesen Satz nochmal. Der Mensch ist das Kleid, in welches sich das unpersönliche Sein, Ich Bin oder Gott, kleidet. Jedes Kleid hat eigene Limitierungen. Um diese Limitierungen zu übersteigen und das auszudrücken, wozu sich der Mensch als Johannes Schmidt nicht imstande sieht, ziehen Sie Ihre Aufmerksamkeit von Ihren derzeitigen Limitierungen ab und verschmelzen Sie mit dem Gefühl, bereits das zu sein, was Sie sein möchten. Wie dies in Ihre Welt gelangt und sich ausdrückt, weiß niemand. Das Ich Bin oder der neu erlangte Bewusstseinszustand kennt Wege, die Sie nicht kennen. Seine Wege sind unergründlich. Spekulieren Sie nicht darüber, wie sich das, worüber Sie sich nun bewusst sind, manifestieren wird. Kein Mensch ist weise genug, um das Wie zu erkennen oder zu kennen. Spekulieren ist nur ein Beweis dafür, dass Sie nicht die Natürlichkeit dessen, bereits das zu sein, was Sie sein möchten oder des erfüllten Wunsches, erlangt haben. Sie zweifeln. Es wird gesagt, so aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt, einfältig jedermann und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Diese Aussage zeigt, dass ein felsenfester Glaube notwendig ist, um etwas herbeizuführen. Wenn Sie sich nicht bewusst darüber sind, das zu sein, was Sie sein möchten, so fehlt Ihnen die Ursache, das Fundament, auf dem etwas erbaut wird. Ein Beweis dafür, im Bewusstsein aufgestiegen zu sein, sind die Worte »Danke, Vater«. Wenn es Sie mit Freude erfüllt, sich zu bedanken, wenn Sie sich dankbar dafür fühlen, dass Sie bereits das erlangt haben, was für Ihre Sinne noch nicht sichtbar ist, so können Sie sicher sein, dass Ihr Bewusstsein und das, wofür Sie sich bedanken, vereint sind.
Gott, ihr Bewusstsein, lässt sich nicht verspotten. Sie erhalten immer das, wovon sie zu sein überzeugt sind, und niemand bedankt sich für etwas, das er nicht erhalten hat. Danke, Vater, ist keine magische Formel, wie sie heute von vielen genutzt wird. Sie müssen niemals die Worte Danke, Vater laut aussprechen. Beim Anwenden dieses Prinzips, im Bewusstsein auf dem Punkt aufzusteigen, an dem Sie wirklich dankbar und glücklich dafür sind, dass Ihr Wunsch erfüllt wurde, werden Sie innerlich ganz von allein jubeln und Dank aussprechen. Sie haben das Geschenk bereits akzeptiert. Das Geschenk, welches nur ein Verlangen war, bis Sie im Bewusstsein aufgestiegen sind, und Ihr Glaube ist nun die Substanz, welche Ihr Verlangen bekleiden wird. Dieses Aufsteigen im Bewusstsein ist die spirituelle Hochzeit, bei der zwei sich darüber einigen, eins zu sein, und ihr Abbild wird in die Außenwelt projiziert. Zitat: Was auch immer du in meinem Namen erbittest, das gebe ich dir. Was auch immer lässt ziemlich großen Spielraum. Es ist bedingungslos, es ist uneingeschränkt. Es kümmert sich nicht darum, ob die Gesellschaft das Verlangen als richtig oder falsch ansieht, es überlässt es ihnen. Möchten sie es wirklich? Verlangen sie wirklich danach? Das ist das einzig Entscheidende. Das Leben wird es ihnen geben, wenn sie in seinem Namen danach fragen. Sein Name ist kein Name, den sie mit ihren Lippen aussprechen. Sie können für immer im Namen von Gott oder Jehova oder Jesus Christus fragen, und es wird vergeblich sein. Name meint Wesen. Wenn Sie also im Wesen der Sache fragen, werden Ergebnisse folgen. In seinem Namen zu fragen bedeutet, im Bewusstsein zum Wesen, zur Natur der Sache aufzusteigen. Und somit werden Sie zu dieser Sache und drücken Sie diese aus. Also, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird's euch zuteil. Beten, wie wir es ihnen gezeigt haben, bedeutet anerkennen. Der Glaube daran, dass sie in erster Person Gegenwart erhalten. Das bedeutet, sie müssen das sein, wonach sie fragen, bevor sie es erhalten können. Um dies einfach zu erreichen, ist Vergebung notwendig. Es wird uns gesagt, vergebet, was ihr gegen irgendjemand habt, damit euch auch euer Vater in den Himmeln euch eure Übertretungen vergebe. Dies mag nach einem persönlichen Gott klingen, welcher zufrieden oder unzufrieden mit ihren Taten ist, aber das ist nicht der Fall. Bewusstsein ist Gott. Wenn Sie in Ihrem Bewusstsein an etwas gegen einen anderen Menschen festhalten, verfestigen Sie dies in Ihrer Welt. Einen Menschen von jeglicher Verurteilung zu befreien, bedeutet, dass sie sich selbst befreien und somit zu jedem notwendigen Bewusstseinszustand aufsteigen können. Es gibt also keine Verurteilung durch Jesus Christus. Eine sehr gute Übung, bevor Sie in Ihre Meditation gehen, ist, jeden Menschen in der Welt frei von Schuld zu sprechen. Das Gesetz wird nie verletzt, und so können Sie in der Gewissheit ruhen, dass jede Überzeugung, die ein Mensch von sich selbst hat, seine Belohnung sein wird. Sie brauchen sich also nicht darum zu kümmern, ob ein Mensch das bekommt, von dem Sie glauben, dass er es zu bekommen verdient. Denn das Leben macht keine Fehler und gibt dem Menschen immer das, was er zuerst sich selbst gibt. Dies führt zu der so missbrauchten Aussage der Bibel über das Bezahlen des Zehnten. Lehrer jeder Art haben den Menschen mit dieser Angelegenheiten des Zehnten versklavt,
weil sie selbst die Natur des Zehnten nicht verstanden haben und ihre Anhänger haben glauben lassen, dass sie einen Zehntel ihres Einkommens an den Herrn geben sollten. Sie meinen, dass wenn jemand ein Zehntel seines Einkommens an ihre Organisation spendet, dieser das Gebot des Bezahlens des Zehnten dem Herrn gibt. Aber vergessen Sie nicht, ich bin der Herr. Ihr Bewusstsein ist Gott, dem Sie geben, und Sie geben immer auf seine Art und Weise. Wenn Sie also beanspruchen, etwas zu sein, haben Sie Gott gegeben. Und Ihr Bewusstsein, welches nicht wertet, wird Ihnen zurückgeben, in der Qualität und Fülle, welche Sie für sich selbst beansprucht haben. Bewusstsein ist nichts, was Sie jemals benennen könnten. Zu sagen, Gott wäre reich, großartig, liebevoll, weise, würde das definieren, was nicht definiert werden kann. Gott ist nichts, was jemals benannt werden könnte. Den Zehnten bezahlen ist notwendig und Sie tun dies mit Gott. Aber von nun an geben Sie nur dem einen Gott, indem Sie ihm die Qualitäten und die Fülle dessen geben, was Sie als Mensch verlangen und sein wollen. Indem Sie für sich selbst beanspruchen, großartig zu sein, wohlhabend zu sein, liebend und weise zu sein. Spekulieren Sie nicht darüber, wie diese Dinge in Ihr Leben gelangen werden, denn das Leben kennt Wege, die Sie als Mensch nicht kennen. Diese Wege sind unergründlich. Aber ich versichere Ihnen, an dem Tag, an dem Sie diese Qualitäten beanspruchen, bis Sie davon überzeugt sind, werden diese Qualitäten geehrt. Es wird nichts verdeckt sein, was nicht aufgedeckt sein soll. Das, was Sie im Geheimen sprechen, wird von den Dächern der Häuser verkündet werden. Ihre geheimen Überzeugungen von Ihnen selbst, diese geheime Inanspruchnahme, von der kein Mensch weiß, sofern Sie wirklich daran glauben, werden von den Dächern der Häuser in Ihre Welt gerufen. Denn Ihre Überzeugungen, die Sie von Ihnen selbst haben, das sind die Worte des Gottes in Ihnen. Diese Worte sind der Lebenshauch, welcher nicht leer zu Ihnen zurückkehren kann. Sie müssen sich erfüllen. In diesem Moment wählen Sie aus der Unendlichkeit an Möglichkeiten jene aus, über die Sie sich bewusst sind. Und nicht ein Wort oder eine Überzeugung wird daran scheitern, zu Ihnen zu gelangen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bewusstsein ist der Weinstock, und die Qualitäten, welcher Sie sich jetzt bewusst sind, sind die Reben, welche Sie ernähren und am Leben erhalten. So wie die Reben nur leben, wenn sie mit dem Weinstock verwurzelt sind, so haben auch Dinge kein Leben, außer sie behalten diese im Bewusstsein. So wie eine Rebe verdorrt und stirbt, wenn der Saft des Weinstocks aufhört, zu ihr zu fließen, so sterben auch Dinge in ihrer Welt ab, wenn sie ihre Aufmerksamkeit von diesen abziehen. Denn ihre Aufmerksamkeit ist der Saft des Lebens, der die Dinge in ihrer Welt am Leben erhält. Um ein Problem, welches auf Sie so real wirkt, zu lösen, müssen Sie lediglich die Aufmerksamkeit von dem Problem abziehen, obwohl es so real auf Sie wirkt. Wenden Sie Ihr Bewusstsein davon ab. Werden Sie Ihren Problemen gegenüber gleichgültig und beginnen Sie sich so zu fühlen, als wären Sie bereits das, was die Lösung des Problems wäre. Zum Verständnis. Wenn Sie eingesperrt wären, müsste kein Mensch Ihnen sagen, dass Sie Freiheit verlangen sollten. Freiheit oder das Verlangen nach Freiheit würde ganz automatisch entstehen. Also, wieso auf die Wände Ihrer Gefängniszelle starren? Ziehen Sie Ihre Aufmerksamkeit davon ab, eingesperrt zu sein, und beginnen Sie, sich frei zu fühlen. Fühlen Sie es bis zu dem Punkt, an dem es sich völlig natürlich anfühlt. In dem Moment, in dem Sie dies tun,
werden die Gefängnismauern einreißen. Wenden Sie dieses Prinzip auf jedes Problem an. Ich habe Menschen gesehen, die bis hinter die Ohren verschuldet waren, und im Handumdrehen waren diese Berge von Schulden verschwunden. Ich habe jene gesehen, die von Ärzten aufgrund unheilbarer Krankheiten schon aufgegeben wurden und ihre Aufmerksamkeit von ihrer Krankheit abgezogen haben und begonnen haben, sich so zu fühlen, als seien sie vollkommen gesund, obwohl es ihre Sinne verneint haben. Innerhalb kurzer Zeit waren diese sogenannten unheilbaren Krankheiten verschwunden und haben nicht mal eine Narbe hinterlassen. Ihre Antwort auf »Wer sagst du, der ich bin?« bestimmt immer Ihre Außenwelt. Solange Sie sich bewusst darüber sind, eingesperrt zu sein oder krank oder arm zu sein, werden Sie diese Dinge in Ihrer Welt ausdrücken. Wenn der Mensch realisiert, dass er jetzt das ist, wonach er sich zu sein sehnt, und beginnt zu beanspruchen, dass er es ist, wird er den Beweis dafür erhalten. Dies wird deutlich mit den Worten: Wen sucht ihr? Und sie antworteten: Jesus. Und die Stimme antwortete: Ich bin er. Jesus meint hier Erlösung oder Erretter. Sie streben danach, von dem gerettet zu werden, was nicht ihr Problem ist. Ich bin ist der, der sie retten wird. Wenn sie hungrig sind, ist Nahrung ihr Retter. Wenn sie arm sind, ist Reichtum ihr Retter. Wenn sie eingesperrt sind, ist Freiheit ihr Retter. Wenn sie krank sind, wird kein Mann namens Jesus sie retten. Gesundheit ist ihr Retter. Also beanspruchen sie, ich bin er, oder in anderen Worten, beanspruchen sie, das zu sein, was sie sein möchten. Beanspruchen Sie es im Bewusstsein, nicht in Worten, und das Bewusstsein wird Sie mit Ihrem Anspruch belohnen. Es wird gesagt, du findest mich, wenn du nach mir fühlst. Nun, fühlen Sie das Verlangte im Bewusstsein, bis Sie fühlen, dass Sie es bereits sind. Wenn Sie sich im Gefühl des Seins oder des erfüllten Wunsches verlieren, wird es sich durch sich selbst in Ihrer Welt ausdrücken. Sie sind von Ihrem Problem geheilt, wenn Sie die Lösung des Problems berühren. Zitat: Es hat mich jemand angerührt, denn ich fühle, dass eine Kraft von mir gegangen ist. Ja, an dem Tag, an dem Sie dieses Sein in Ihnen berühren, also fühlen, dass Sie geheilt sind, wird eine Kraft aus Ihrem Selbst herausströmen und sich in Ihrer Welt als Heilung verfestigen. Es wird gesagt, du glaubst an Gott, so glaube auch an mich, denn ich bin er. Haben Sie den Glauben Gottes. Er machte sich eins mit Gott und hielt es nicht für Raub, die Arbeit von Gott zu verrichten. Tun Sie dasselbe. Ja, beginnen Sie zu glauben, dass Ihr Bewusstsein Gott ist. Beanspruchen Sie für sich all die Eigenschaften, die Sie einem Gott außerhalb Ihrer selbst zugesprochen haben, und Sie werden beginnen, diese Eigenschaften auszudrücken. Zitat: Denn ich bin kein Gott in der Ferne. Ich bin näher als deine Hände und Füße, näher als dein Atem. Ich bin dein Bewusstsein. Ich bin das, worin alles, über das ich mir bewusst bin, seinen Anfang und sein Ende hat. Zitat: Denn bevor die Welt war, war ich bin. Und wenn die Welt endet, bleibt ich bin. Bevor Abraham war, war ich bin.
Dieses Ich Bin ist ihr Bewusstsein. Zitat: Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wonach auch immer sie sich sehnen, der Herr, ihr Bewusstsein, muss es zuerst aufnehmen, denn andernfalls werden sie vergeblich versuchen, es zu finden. Alle Dinge haben ihren Anfang und ihr Ende im Bewusstsein. Gesegnet ist der Mensch, der sich selbst vertraut, denn der menschliche Glaube an Gott wird immer gemessen an seinem Glauben an sich selbst. Du glaubst an einen Gott, glaube auch an mich. Legen Sie Ihr Vertrauen nicht in Ihre Mitmenschen, denn diese können Ihnen nur das geben, was Sie zuvor Ihnen selbst gegeben haben. Sie reflektieren das, was Sie sind. Zitat: Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Zitat Ende. Völlig egal, was dem Menschen in dieser Welt zustößt, es ist niemals Zufall. Alles geschieht durch dieses unfehlbare, unveränderbare Gesetz. Kein Mensch, Manifestation, kommt zu mir, außer der Vater zieht ihn. Und ich und mein Vater sind eins. Glauben Sie an diese Wahrheit und Sie sind frei. Der Mensch hat seine Schuld für seine Lebensumstände immer anderen gegeben und er wird dies weiterhin tun, bis er erkennt, dass er selbst die Ursache für alles ist. Ich Bin kommt nicht, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Ich Bin, Ihr Bewusstsein, zerstört nicht, es erfüllt immer das, was ein jeder von sich selbst glaubt. Es ist für einen armen Menschen unmöglich, Wohlstand in dieser Welt zu finden, selbst wenn er umgeben ist von Wohlstand, wenn er sich den Wohlstand nicht zuerst selbst gibt. Die Zeichen folgen, sie gehen niemals voran. Sich über die Armut zu beschweren, während man im Bewusstseinszustand der Armut verweilt, ist das Spiel eines Narren. Veränderungen können aus diesem Bewusstseinszustand nicht geschehen, denn das Leben drückt immer den bewohnten Zustand aus. Folgen Sie dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Erkennen Sie, dass Sie die Zustände von Verschwendung und Mangel ins Leben gerufen haben und treffen Sie die Entscheidung, im Bewusstsein aufzusteigen, dorthin, wo das gemästete Kalb, der Ring und die Robe auf Ihre Inanspruchnahme warten. Der verlorene Sohn wurde nicht verurteilt, als er dieses Erbe für sich beansprucht hat. Andere werden uns nur so lange verurteilen, wie wir uns selbst verurteilen. Denn selig ist, der sich selbst kein Gewissen macht in dem, was er annimmt. Denn das Leben verurteilt nichts. Alles ist ausgedrückt. Das Leben kümmert sich nicht darum, ob Sie sich selbst arm oder reich nennen, stark oder schwach. Es wird Sie für immer mit dem entlohnen, was Sie über sich selbst für wahr empfinden. Die Einteilung in richtig und falsch unterliegt allein dem Menschen. Für das Leben gibt es kein richtig und falsch. Wie Paulus in seinen Briefen an die Römer herausstellte: Ich weiß und bin im Herrn Jesus davon überzeugt, dass nichts von sich aus unrein ist, außer für den, der etwas für unrein hält. Für den ist es unrein. Hören Sie auf, sich selbst zu fragen, ob Sie es wert sind, das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Sie als Mensch haben dieses Verlangen oder diesen Wunsch nicht erschaffen. Ihr Verlangen wird immer in Ihnen hervorgerufen, als Resultat ihres aktuellen Bewusstseinszustandes. Wenn der Mensch hungrig ist, verlangt er, ohne darüber nachzudenken, nach Nahrung.
Wenn er eingesperrt ist, verlangt er automatisch nach Freiheit und so weiter. Ihr Verlangen enthält in sich selbst alle Mittel zur Erfüllung. Also, lassen Sie jegliches Urteilen heraus und steigen Sie durch Ihr Verlangen im Bewusstsein auf, indem Sie damit eins werden und wissen, dass es bereits jetzt so ist. Zitat: Meine Gnade genügt dir, meine Stärke geht aus der Schwäche hervor. Haben Sie Vertrauen an diese unsichtbare Behauptung, bis daraus die Überzeugung wird, dass es bereits so ist. Ihr Vertrauen in diese Behauptung wird sich auszahlen. Nach kurzer Zeit wird sich der Wunsch ausdrücken. Ohne Glaube jedoch ist es unmöglich, irgendetwas zu realisieren. Die Welt wurde durch den Glauben geformt, denn Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Seien Sie nicht ängstlich oder besorgt über das Ergebnis. Es wird so klar folgen wie der Tag auf die Nacht. Sehen Sie Ihr Verlangen, jegliches Verlangen, als gesprochenes Wort von Gott. Und jedes Wort oder Verlangen ist ein Versprechen. Der Grund dafür, dass die meisten von uns an der Verwirklichung ihrer Träume scheitern, ist der, dass wir diese dauernd konditionieren. Konditionieren Sie Ihr Verlangen nicht. Nehmen Sie es so an, wie es zu Ihnen kommt. Danken Sie, bis Sie sich dankbar dafür fühlen, dass es bereits erfüllt ist. Dann gehen Sie Ihren Weg in Frieden. Das Verlangen anzunehmen gleicht dem Pflanzen von Saat, fruchtbarer Samen, in vorbereitete Erde. Denn wenn Sie das Erwünschte in Ihr Bewusstsein aufnehmen, überzeugt davon, dass es sich in Ihrer Welt ausdrücken wird, so haben Sie alles getan, was von Ihnen verlangt wird. Wenn Sie jedoch besorgt darüber sind, wie es in Ihre Welt gelangt, so buddeln Sie den fruchtbaren Samen wieder aus, als hätten Sie ihn nie in die Erde des Vertrauens gepflanzt. Der Grund dafür, dass Menschen ihr Verlangen konditionieren, ist, dass sie immer von dem ausgehen, was sie gerade in ihrer Welt erfahren und dies als Realität betrachten. Dabei vergessen sie, dass die einzige Realität ihr Bewusstsein über jene Dinge ist, welche sich in ihrer Welt ausdrücken. Die Außenwelt als real zu betrachten, bedeutet abzulehnen, dass für Gott alle Dinge möglich sind. Der Mensch, welcher eingesperrt ist und die Gefängnismauern als real betrachtet, wird das Versprechen, welches Gott ihm durch sein Verlangen, Freiheit, gibt, ablehnen. Eine hierbei häufig gestellte Frage ist: Wenn das Verlangen ein Geschenk Gottes ist, wie kann das Verlangen eines Menschen, einen anderen zu töten, ein Geschenk Gottes und somit gut sein? Um dies zu beantworten, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass kein Mensch das Verlangen hat, einen anderen zu töten. Wonach er verlangt, ist, von einem anderen Menschen befreit zu werden. Aber weil er nicht daran glaubt, dass das Verlangen, von jemand befreit zu sein, bereits alle Mittel zur Verwirklichung in sich trägt, konditioniert er das Verlangen und sieht das Töten als einzigen Ausweg. Er vergisst, dass das Leben, welches das Verlangen in sich trägt, Wege kennt, die der Mensch nicht kennen kann. Sie sind unergründlich. So verzerrt der Mensch das Geschenk Gottes durch seinen Mangel an Glauben. Die Probleme sind wie die Berge, welche entfernt werden können, wenn jemand auch nur den Glauben eines Senfkorns in sich trägt. Menschen begegnen ihren Problemen wie die alte Dame, welche beim Gottesdienst den Priester hören sagte: Wenn du den Glauben eines Senfkorns hättest, würdest du zu dem Berge sagen: Sei entfernt, und er würde entfernt sein, und nichts ist dir unmöglich. In der Nacht, als sie ihre Gebete sagte, zitierte sie diesen Teil und glitt in den Schlaf, davon ausgehend, dass sie nun glauben würde. Als sie am nächsten Morgen erwachte, eilte sie zum Fenster und bekräftigte: Ich wusste, dass der Berg immer noch da sein würde.
Dies ist, wie der Mensch seinen Problemen begegnet. Er weiß, dass ihn seine Probleme weiterhin konfrontieren werden. Und weil das Leben nicht wertend ist und nicht zerstört, lässt es jene Dinge am Leben, welche im Bewusstsein leben. Dinge verschwinden nur, wenn der Mensch sich im Bewusstsein ändert. Verneinen Sie es, wenn Sie möchten, aber es bleibt ein Fakt, dass Bewusstsein die einzige Realität ist und Ihre Außenwelt lediglich ein Spiegel dessen, was Sie im Bewusstsein sind. Der himmlische Zustand, nach dem Sie streben, kann nur im Bewusstsein gefunden werden. Das Königreich des Himmels ist in Ihnen. Da der Wille des Himmels immer auf Erden geschieht, leben Sie heute in dem Himmel, den Sie zuerst in Ihnen selbst gefestigt haben. Auf der Erde offenbart sich Ihr Himmel. Das Königreich des Himmels ist Ihnen zur Hand. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also erschaffen Sie einen neuen Himmel, betreten Sie einen neuen Bewusstseinszustand und eine neue Erde wird erscheinen. Frühere Dinge werden vergehen, an sie wird sich nicht erinnert, sie kommen nicht mehr in meine Gedanken, denn, bedenke, ich, Ihr Bewusstsein, ich komme schnell und mein Lohn mit mir. Ich bin namenslos, aber ich werde jeden Namen, also Zustand, auf mich nehmen, den du mir gibst. Denken Sie daran, es sind Sie, Sie selbst, wenn ich vom Ich spreche. Jedes Selbstbild, das Sie von Ihnen haben, also jede tiefe Überzeugung, ist das, was Sie ins Sein rufen. Denn das Ich Bin lässt sich nicht reinlegen. Gott lässt sich nicht verspotten. Nun lassen Sie mich die Kunst des Fischens vorstellen. Es wird gesagt, dass die Jünger die ganze Nacht lang fischten und nichts angelten. Dann erschien Jesus und sagte ihnen, sie sollen ihr Netz ein weiteres Mal werfen, in dieselben Gewässer, welche vorher nichts hervorbrachten. Diesmal waren die Netze voller Fänge. Diese Geschichte spielt sich jetzt mitten in Ihnen ab. Denn Sie tragen in Ihnen alle Mittel, die zum Fischen notwendig sind. Aber bis Sie Jesus Christus, Ihr Bewusstsein, als den Herrn anerkennen, werden Sie, so wie die Jünger, weiterhin im Dunkeln fischen. Anders gesagt, Sie fischen nach Dingen, davon ausgehend, diese Dinge seien real. Sie fischen mit menschlichem Körper, Kampf und Anstrengung. Und versuchen, dies und jenes zu erreichen. Versuchen, diesen oder jenen zu zwingen. Und all diese Anstrengung wird vergeblich sein. Aber wenn Sie entdecken, dass Jesus Christus Ihr Bewusstsein ist, so werden Sie ihm erlauben, Ihnen das Fischen zu zeigen. Und so werden Sie in Ihrem Bewusstsein nach Dingen fischen, die Sie verlangen und sich wünschen. Ihr Verlangen ist der Fisch, den Sie fangen. Ihr Bewusstsein ist die einzig existierende Realität, und so werden Sie in den tiefen Gewässern Ihres Bewusstseins fischen. Wenn Sie das fangen wollen, was außerhalb Ihrer aktuellen Möglichkeiten liegt, müssen Sie hinaus in tiefere Gewässer, denn in Ihrem aktuellen Bewusstseinszustand kann der Fisch oder das Verlangen nicht schwimmen. Um in tiefere Gewässer zu gelangen, lassen Sie all Ihre gegenwärtigen Probleme und Limitierungen hinter Ihnen, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit abziehen. Kehren Sie jedem Problem und jeder Limitierung den Rücken zu. Verweilen Sie im bloßen Sein, indem Sie sich selbst sagen, ich bin, ich bin, ich bin. Bekräftigen Sie, dass Sie einfach nur sind. Konditionieren Sie dies nicht. Fahren Sie einfach damit fort, zu fühlen, dass Sie sind. Ohne Vorwarnung werden Sie spüren, wie der Anker,
der sie an der Oberfläche ihrer gegenwärtigen Probleme gebunden hat, sich löst und sie in die Tiefe gehen. Dies ist normalerweise begleitet von einem Gefühl von Ausdehnung. Sie werden fühlen, wie sie sich ausdehnen, so als würden sie wachsen. Seien Sie nicht beängstigt, Mut ist notwendig. Kein Teil Ihrer selbst wird absterben, wenn Sie Ihre bisherigen Limitierungen hinter sich lassen. Ihre bisherigen Limitierungen werden absterben, wenn Sie diese hinter sich lassen, denn Sie leben nur in Ihrem Bewusstsein. In dieser tiefen, ausgedehnten Bewusstheit werden Sie eine Macht in Ihnen spüren, die Sie sich nicht zu träumen gewagt hätten. Nachdem Sie das Ufer Ihrer Limitierungen verlassen haben, ist das Verlangen bzw. der Wunsch jener Fisch, den Sie in den Tiefen fangen. Weil Sie jegliche Bewusstheit über Ihre Probleme und Barrieren verloren haben, ist es nun die einfachste Sache der Welt, zu fühlen, dass Sie bereits das sind, was Sie sein wollen. Ich bin, also Ihr Bewusstsein, ist die Auferstehung und das Leben. Und darum müssen Sie diese wiederbelebende Kraft an Ihr Verlangen binden, um es in Ihrer Welt zu entfalten und zu erleben. Nun nehmen Sie die Natürlichkeit des bereits erfüllten Wunsches an, indem Sie fühlen, ich bin wohlhabend, ich bin frei, ich bin stark. Sobald dieses Fühlen inmitten Ihrer selbst fixiert wurde, beginnt Ihr formloses Sein, jene gefühlten Dinge zu formen. Sie werden an den Zuständen des Wohlstands, der Freiheit und der Stärke gekreuzigt. Festigen Sie diese Überzeugungen in der Stille in Ihnen selbst. Dann, wie ein Dieb in der Nacht, wenn Sie es am wenigsten erwarten, werden jene Qualitäten auferstehen und als Realität in Ihrer Welt erscheinen. Sie werden die Früchte der Natürlichkeit dieser Qualitäten im Gewand aus Fleisch und Blut, welches Sie in dieser Welt sind, ernten. Dies ist die Kunst des erfolgreichen Fischens für die Manifestationen des Lebens. Die erfolgreiche Erfüllung von Wünschen wird uns ebenso erzählt in der Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Es wird gesagt, dass Daniel, während er in der Löwengrube war, den Löwen den Rücken zukehrte und ins Licht hinaufblickte. Die Löwen waren machtlos und Daniels Glaube an Gott errettete ihn. Dies ist ebenso Ihre Geschichte und Sie müssen es Daniel gleich tun. Wenn Sie sich selbst in einer Löwengrube vorfinden, so hätten Sie keine anderen Sorgen als die Ihnen gegenüberstehenden Löwen. Sie würden an nichts anderes als an Ihr Problem denken, in diesem Fall Löwen. Es wird gesagt, dass Daniel den Löwen den Rücken zukehrte und dem Licht, welches Gott war, entgegenblickte. Würden wir uns das Gleichnis von Daniel zum Beispiel nehmen, so würden wir, während wir gefangen sind in einer Grube von Armut oder Krankheit, unsere Aufmerksamkeit gänzlich von der Armut oder Krankheit abziehen und den Zustand erblicken und bewohnen, nach welchem wir uns sehnen. Wenn wir im Bewusstsein nicht auf unsere Probleme zurückschauen, sondern im Glauben voranschreiten, im Glauben daran, dass wir bereits das sind, was wir sein wollen, so würden auch wir die Gefängnismauern einreißen sehen und das Ersuchte ja, was auch immer, verwirklichen. Es wird uns eine weitere Geschichte erzählt, die Geschichte über die Witwe und die drei Tropfen Öl. Der Prophet fragte die Witwe, was hast du in deinem Haus? Und sie antwortete, drei Tropfen Öl. Er erwiderte daraufhin, geh und leih dir Gefäße, kehre zurück in dein Haus, schließe die Tür hinter dir und beginne die Gefäße zu füllen. Und so füllte die Witwe aus drei Tropfen Öl all die geliehenen Gefäße vollständig auf, bis sie vor Öl überliefen. Sie, der Leser, sind die Witwe. Sie haben keinen Ehemann, um sie zu befruchten, denn der Zustand einer Witwe beschreibt einen unfruchtbaren Zustand. Ihr Bewusstsein ist nun der Herr
oder der Prophet, welchen sie sich zum Ehemann gemacht haben. Folgen Sie dem Beispiel der Witwe, welche, statt zu sagen, dass sie nichts besitze, hervorbrachte, dass sie 3 Tropfen Öl hat. Der darauf folgende Befehl, den sie erhielt, gehe hinein und schließe die Tür, meint das Schließen der Tür zu den äußeren Sinnen. Denn diese wollen ihnen erzählen, es würde ihnen mangeln. Sie wären verschuldet und hätten Probleme. Nachdem sie ihre Aufmerksamkeit vollständig von ihren Sinnen abgezogen haben, beginnen sie, die Freude, symbolisiert durch das Öl, zu fühlen. So als hätten sie das Erwünschte bereits erhalten. Wenn diese Vereinbarung in ihnen beschlossen ist, sodass jegliche Zweifel und Ängste verschwunden sind, dann werden auch sie die leeren Gefäße in ihrem Leben füllen, und zwar im Überfluss. Diese Welt wird hervorgebracht durch die Macht von Annahmen. Jede Annahme, jeder Zustand, den sie eingenommen haben, hat sich in der Außenwelt manifestiert. Das, was sie heute für wahr empfinden, ist das, was sie in ihrer Welt erleben. Also seien sie wie die Witwe und erkennen sie die Freude, unabhängig davon, wie klein sie beginnen, und sie werden großzügig belohnt. Denn die Welt ist ein Spiegel, welcher für alle Ewigkeit ihr Bewusstsein spiegelt. Zitat: Ich bin der Herr, der Gott, welcher euch aus dem Land von Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihr sollt keine Götter neben mir haben. Zitat Ende. Was für eine glorreiche Entdeckung! Ihr Bewusstsein als der Herr, ihr Gott. Erwachen Sie aus dem Traum, eingesperrt zu sein. Erkennen Sie, dass die Erde Ihnen gehört, in ihrer ganzen Fülle, die Welt und alles, was in ihr ist. Sie haben sich so in dem Glauben verstrickt, Mensch zu sein, dass Sie gänzlich vergessen haben, welch wundervolles Wesen Sie sind. Nun, da Ihre Erinnerung aufgefrischt wurde, beschließen Sie das Unsichtbare, und es wird sichtbar. Denn alle Dinge sind gezwungen, auf die Stimme Gottes, ihr Bewusstsein, zu reagieren. Die Welt steht unter ihrem Befehl.